Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wasteland Teil 2. Letzten Video haben wir von der Elisavetta jede Menge Informationen bekommen über eine kleine Liebesintrige, die am Laufen ist. Wir müssen Handschuhe besorgen, damit wir Milch kriegen können. Wir müssen mit Mr. Manners irgendwie noch quatschen. Wir haben jede Menge hier zu tun. Müssen mal schauen, hier soll irgendwo noch eine Krankenstation sein. Wir sollen den beim Zahnarzt vorbeigehen. Da ist der Mr. Manners drin. Da hat sich leider noch nichts getan. Wir schauen uns erstmal um, ob wir irgendwie hier in das Krankenhaus kommen. Das hoffentlich irgendwo in der oder in der Richtung ist. Echo 1, this is Santa Bay Base. Come in. Hier ist Team Echo. Bitte fortfahren. Over. Roger, Echo 1. Got a distress call from a house of pleasure near your location. Owner says God's militia have killed several women and are cleansing sinners as they come in the door. Mhm. Sending coordinates to you now. Confirm? Alles tot. Okay, da sollten wir schnellstmöglichst mal hin. Wir müssen auch nach Santa Monica unbedingt. Da hatten wir auch noch einen Hilferuf. 10-4. And your call on this one, Echo 1. But personally, I'm siding with the ladies. Santa Fe base out. Okay. Genau da stehen bleiben, sanfte Rangers. Bitte, aber Männer werden euch sonst freundlich mit Gewalt. Die wollen uns nicht mehr gehen lassen. Unser Gefangener, Irwin Fletcher, ist aus der Zelle ausgebrochen. Was? Irgendwie komisch, dass du auftauchst und er verschwindet. Verdächtig sogar. Also, hier ist das Angebot. Ihr werdet freundlicherweise jemanden aus eurer fröhlichen kleinen Gruppe auswählen, der als unsere Geisel hier bleibt. Dann wird der Rest von euch losziehen, um Fletcher zu finden. Bitte. Sag mal, geht's noch? Falls ihr Fletcher findet und nach Hause bringt, lebendig, könnt ihr euren Freund zurückhaben. Falls ihr ihn tötet oder dabei scheitert, ihn zurückzubringen. Nun ja, wir haben eine Hinrichtung versprochen und es ist genauso einfach, einen Fremden zu verwenden, der in die Flucht des Angeklagten verwickelt ist, könnte sogar ein besseres Exempel abgeben. Ihr versteht? Verdächtig? Wir? Sag mal, geht's noch? Ich habe Berichte von einer sehr zuverlässigen Manneritin, die besagt, dass ihr kürzlich mit dem Flüchtling gesprochen habt. Was kriegen wir, wenn wir ihn finden? Wir könnten möglicherweise eine Übereinkunft mit euch treffen. Wie wäre es mit Zugang zum Funkgerät, falls ihr uns mit eurer Arbeit hieran beeindruckt? Was besonders an dem Funkgerät ist klar, wir brauchen es. Müssen wir eigentlich gar nicht loslesen. Irgendwelche Hinweise. Auf die Gefahr hin, euren Job für euch zu machen, könntet ihr die Gegend um den Käfig nach irgendwelchen Beweisen hinsuchen. Okay, wen lassen wir denn da? Lexikanium brauchen wir vielleicht mal. Ihn brauchen wir eigentlich nur zum Ballern. Und deswegen würde ich sagen, bleib mal hier. Der Alki kann weg. Meine Männer werden euch zu den Zellen eskortieren und eure Habseligkeiten werden in der Waffenkammer sicher verstaut. Wenn ihr Team mit Mr. Manners sprechen möchte, nur zu. Ich setze sie auf die Besucherliste. Sehr schön, jetzt können wir auch Mr. Manners quatschen. Wir haben einen Mann weniger. Ihr Schweine. Wir werden dich retten. Und wir haben ein Level Up. Level Up ist immer gut. Congratulations, Echo 1. Thank you. Attention, gentle citizens. It has been brought to my attention that Fletcher had the audacity to escape. Please keep your eyes peeled and report any suspicious activity to your nearest civility enforcer. Until this matter is resolved, the execution will be placed on hold. Seeing as our guests, the Desert Rangers, are lawmen, they will be assisting in the investigation. One of the Desert Rangers has even graciously volunteered to take Fletcher's place until Fletcher is found and returned, alive. I'm sure this will provide proper motivation for them to return our friend Fletcher in a timely manner. Good day. Ihr seid doch alle krank. Also, ich lasse den auf keinen Fall hinrichten. Wenn da irgendwie was schief geht, dann bringe ich euch alle um. Sam der Koch. Hallihallo. Willkommen in der Kantine des Engels. Essen wird nachmittags und abends ausgegeben. Zumindest, wenn die Leute auf der Farm ihre Arbeit machen und meine Geräte laufen. Hast du Katzenstreu?
Ich weiß nicht, wofür ihr das braucht, aber ich weiß, dass der, wer auch immer das hat, wir kennen das, Mr. Manners hat jede Menge Katzenscheu. Was für eine Art Essen habt ihr denn hier? Wir alle sind strenge Vegetarier, auf Befehl von Mr. Manners. Aber auf den Höfen wächst eine große Auswahl an Gemüse, also wird es wenigstens nicht langweilig. Außerdem gibt es gutes, frisches Wasser und einmal im Monat ein Stück Anstandsfleisch für die Proteine. Erzähl mir etwas über die Farm. Es ist direkt am Boden des Engels. Lasst alles Mögliche an Zeug wachsen, Tomaten, Bohnen, Kartoffeln, Salat, Erbsen, Sojabohnen für Proteine. Was stimmt nicht mit deiner Ausrüstung? Ah, das ist klasse. Die Bergungstruppen bringen mir immer die Teile, die ich brauche, wenn ein Herd oder Kühlschrank abgekackt. Naja, gewöhnlicherweise. Gewöhnlicherweise, was fehlt dir denn? Welche Teile sind denn schwer aufzutreiben? So oft wie ihr in die Ödnis herumliegende Toaster bisher gesehen habt, findet ihr nie ein verflixtes Heizelement. Mr. Manners mag seinen Toast so und nicht anders. Und seit mein Toaster abschmierte, kriege ich ihn nicht mehr richtig hin. Er ist zwar die Ruhe in Person, aber ich sage euch, er wird verärgert sein. Ich glaube, dafür muss ich dieses Toaster-Spezialteil haben, um diese Toaster immer zu durchsuchen, um bestimmte Sachen zu kriegen. Das haben wir ja gar nicht hochgemacht. Höflichkeitsfleisch. Klugscheiße 8. Danach müsst ihr Mr. Manners fragen. Ich koche es nur. Protein ist Protein, mein Freund. Es kommt eh alles an derselben Stelle an, wenn du weißt, was ich meine. Ah, ich vermute, der tut Katzen töten. Kann das sein? Der züchtet die und isst die dann. Nicht schön. Woher bekommt ihr euer Wasser? Wir ernten, was wir brauchen. Und das Klima ist milde genug, dass wir nicht rationieren müssen. Bedient euch. Was weißt du über Mr. Manners? Ist wirklich von Gott gesandt, hat mich in die Cafeteria aufgenommen und mir die Leitung übertragen. Ich habe mich noch nie nützlicher gefühlt. Irgendwelche speziellen Regeln in der Kantine? Außer den Tischmanieren? Naja, nur die Sitzordnung. Dort drüben essen die hohen Tiere und hier alle anderen. Ihr solltet euch einen guten Platz sichern. Hab Dank für die Information, dass du Fleisch anscheinend... Toriumsen, das ist die miese... Die Intrigantin, die hier das alles am Laufen hat. Ich glaube, die ist schuldig. Ihr wart so gnädig, vorbeizuschauen. Ich habe natürlich gehört, dass ihr im Kolosseum seid. Direkt auf Elisabetta ansprechen, besser nicht. Was kannst du mir über die Hinrichtung berichten? Ich habe nichts gegen Fletcher. Außer, dass er ein Dummschwätzer und kleinkarierter Kriecher ist. Aber sein Tod wird der Keil sein, den wir zwischen Mr. Manners und seiner Kontrolle über das Kolosseum treiben werden. Kann ich irgendwie helfen? Mir helfen? Uns helfen? Nein. Das Wichtigste überhaupt ist, dass ihr euch selber helft. Warum gemeinnützig sein, wenn man sein eigenes Potenzial zur vollen Geltung bringen kann? Kennst du Elisabetta? Wie? Was hat sie euch gesagt? Sie übertreibt es mit vielen Dingen, wisst ihr? Hat sie eine Affäre mit Mr. Manners? Warum bist du so nervös? Ich habe einen Plan, alles klar? Mr. Manners führt diesen Ort nicht ordentlich. Er muss seine Macht ausüben. Was weißt du über Mr. Manners? Manners wird fallen, wenn den Leuten klar wird, was für ein Monster er wirklich ist. Wenn die Bevölkerung vom Kolosseum uns nicht gegen ihn beisteht, dann verdient sie es möglicherweise nicht weiterzuleben. Wie willst du deine Kraft trainieren? Mr. Manners ist skrupellos und streng, aber er begreift die Situation hier nicht. Er denkt, die Exekutionen vereinigen seine Leute. Aber im Gegenteil, sie werden zu mir kommen. Wie ergreift man Macht? Wer versteht die Macht wie die Robinson? Keiner. Wir wurden für die Macht gezüchtet und werden sie ausüben, sobald Mr. Manners das Kolosseum für seine Hinrichtung eines unschuldigen Mannes spaltet, werden wir es unter unsere Flagge wieder vereinen. Das ist schon fast ein Rassenkrieg, ne? Was weißt du über die Robinson? Unser Urahne hat ein Buch geschrieben, das den Titel Maximale Leistung trägt. Er sagt uns, dass wir unser Schicksal selber bestimmen, dass wir verantwortlich für unsere Taten sind, dass wir nicht reagieren, sondern aktiv Handelnde sind. Sobald wir dies nicht vergessen, gibt es nichts im Leben, das wir nicht kontrollieren können. Was hat es mit maximaler Stärke auch genau auf sich? Unser Buch Maximale Leistung, gefunden in einem Buchladen in Los Feliz, wir sind die Nachfahren derselben Gruppe, der die Manariten erzeugt hat. Deshalb wussten wir, dass wir hier Sicherheit gefunden haben. Dass wir hier Sicherheit gefunden konnte. Boah, so übel hier vorzulesen. Unser Prophet sagte uns, alles was wir brauchen, ist schon uns drin. Wir müssen es nur greifen. Hat sie eine Affäre mit Mr. Manners? Fletcher war ein widerlicher kleiner Einfallspinsel ohne Ambition.
Habt ihr von seinen Kakerlaken gehört? Natürlich hatte Elisa Vetter nicht verdient. Sie hat ihre Macht verspielt, um Mr. Manners abzusetzen. Was weißt du über Fletcher? Der arme Mann, er wurde wegen seiner niederen Herkunft von der Oberschicht immer abgelehnt. Und jetzt werden sie ihm ein Exempel statuieren, um ihre Blutlust zu stillen. Ich meine, was zur Hölle? Verzeiht meine Wortwahl. Die ist nicht ganz koscher. Müssen wir nochmal schauen. Da nochmal hin müssen. Wer bist du denn? Was für eine Schande mit Fletcher, oder? Ja, mehr sagst du uns nicht. Robinson, Robinson, Manarit, Manarit, Manarit. Manarit, Manarit, Manarit. Okay. Was haben wir denn hier? A teaching from the book. Ein Alarm. Etiquette demands that we act civilly toward one another. If you're being rude, we'll set you straight. Have a great day. So. Allgewöhnliches Smalltalk. Hier ist noch eine Tür, die sogar auf ist. Gehen wir mal rein. bevor wir hier Probleme kriegen oder so, machen wir mal einen Quicksave. Das sieht mir nach dem Krankenhaus aus. Sehr schön. Da hinten ist, glaube ich, etwas, was ich brauche. Mikroskop. Hallo, hallo. Das heißt, wir müssen zurück nach Rodia. Jede Menge Zeug, aber du hast keinen Platz, ne? Ich will nicht, dass du überladen bist. Ah, shit. Müssen wir schauen. Schauen wir nochmal genauer, was kann ich denn hier? Was brauche ich denn gar nicht? Chirurg 7. Ach du je, sowas brauchst du erstmal nicht. Chirurg 4, okay. Grundmaterial, beste Hilfe, ja, die Sanitäter können alle darüber. Trotzdem sagst du, du bist noch zu voll. Hier steht immer noch 61 von 81. Ja, gehen wir mal weiter. Hallo Krankenschwester Flinkman. Ich würde mich freuen, mit Ihnen zu reden, werte Rangers, aber ich fürchte, solange Sie nichts aus unserer Apotheke brauchen oder bis Sie eines dieser Betten belegen, kann ich nur einen kurzen Augenblick schenken. Warum sind so viele Leute in deinen Betten? Ich habe das Gefühl, dass Ihre Anwesenheit hier bedeutet, dass noch mehr Bette gefüllt werden. Die Robinson und die Manariten sind selbst in besten Zeiten nicht besonders gut ausgekommen und wir scheinen unsere Besucher eine Show liefern zu müssen. Was ist mit den Manariten? Wir sind gute Leute, wenn ich so sagen darf. Vielleicht manchmal höflicher, als es uns gut tut. Leute denken deshalb, dass wir leicht klein zu kriegen sind. Ist für sie immer eine mächtige Überraschung, wenn sie erfahren, dass wir es nicht sind. Was weißt du über die Robinson? Ich mag voreingenommen sein, aber die Anhänger von Tory Robinson scheinen nicht mit Menschen klarkommen zu wollen, sondern ihnen vorauskommen. Aber das funktioniert hier nicht und sie treten vielen Menschen auf den Schlips. Seien Sie vorsichtig mit ihnen. Also eigentlich passen mir beide Ansichtsweisen nicht. Naja gut. Erzähl mir was über die Apotheke. Falls Sie medizinische Vorräte brauchen, sind wir bereit zu handeln. Falls Sie Vorräte verkaufen wollt, ist das gern gesehen. Ich bin sogar bereit, einen Bonus für bestimmte Zutaten zu zahlen. Was für Zutaten brauchst du denn? Dackschwänze, Rotaugenbäuchen, Froschaugen, Echseneier, abhängig vom Zustand der Echsen, bin ich bereit, einen gewissen Bonus zu zahlen, okay. Hast du Katzenstreu? Sie wollen es aufgrund seiner Anti-Strahlungseigenschaften, wenn ich mal raten darf. Wir haben hier keine im Krankenhaus, aber Mr. Manners hat welche für Katzen, ja, das wissen wir. Das wissen wir. Hier, ich kann dir Schrott geben, wie wäre das denn? Wahnsinn, wir haben etwas Geld. Und tschüss. Manarit, Sam, hallo? Was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass ich gerade erhole? Hübsches Fallchen. In einem Kampf gewesen? Wenn man es so nennen will, dieser verfickte Gitlin hat mich aus dem Nichts angegriffen. So eine Schlampe. Ach, diese verfickte. Kein Schlag hätte getroffen, wenn er mir eine faire Warnung gegeben hätte. Hier ist wieder mir und das. Also sehr seltsam. Die Übersetzung. Wer ist Gitlin? Jonathan. Okay, also das ist wieder ein Er. Gitlin. Ein feiges Männersweichei. Er und ich versuchen beide, bei den Höflichkeitsvollstreckern anzuheuern.
Aber er hat jetzt keine Chance mehr, weil er jeder weiß, dass er ein Dieb ist. Ha! Der Posten gehört mir. Und du hast dich selber gehauen. Warum hat er dich geschlagen? Ich habe keine Ahnung. Alles, was ich getan habe, war jedem zu erzählen, dass er der Dieb war, der jedermanns Zeug gestohlen hat. Wer der anderer Meinung ist, hätte er was sagen sollen, anstatt mir auf die Nase zu schlagen. Ich dachte, Sittenhafte sollten höflich sein. Ich nehme an, du bist kein Manarit. Auf keinen Fall. Ich wurde als Robinson geboren und ich bin als Robinson aufgewachsen. Carpe diem, Arschloch. Das ist mein Motto. Also, nutze den Tag, Arschloch. Was ist noch verschwunden? Allerhand Zeug. Der alte Paladino hat seine Armbanduhr verloren. Krankenschwester Flinkman hat einige medizinische Vorräte verloren. Lindy Lou hat ihre Werkzeugtasche verloren. Dieser Gitlin ist ein Kleptoman. Es könnte auch sein, dass er die für die Flucht brauchte, der... Wie hieß er? Jerry? Nee, weiß nicht mehr genau. Der geflohen ist. Der Ehemann. Kannst du uns sagen, wo Lindy Lou ist? Wir wissen, dass die ist ganz im Norden. Ja, okay, brauchen wir nicht. Wo ist Schwester Flinkman? Sie ist irgendwo hier, arbeitet hier. Wo können wir Mr. Paladino finden? Normalerweise hängt er ab in der näheren Umgebung ab. Er ab in der näheren Umgebung ab, okay. Woher weißt du, dass er ein Dieb ist? Ich habe ihn gesehen. Er hat bei den Damenumkleideräumen rumgeschnüffelt. Aha, ein Voyeur. Und auf eine Gelegenheit gewartet und vor ein paar Tagen wurde Schwester Flinkman etwas aus der Damenumkleide geklaut. Er muss es gewesen sein. Also hast du nicht wirklich gesehen, dass er erst etwas gestohlen hat. Das musste ich nicht. Ich weiß, dass er es war. Und jetzt wissen es auch alle anderen. Bist du sicher, dass das nicht damit zu tun hat, Gitlin für die Position bei den Vollstreckern auszustechen? Was? Natürlich nicht. Ich erledige nur meine Bürgerpflicht. Verbrechen enttarnen und Übeltätern bestrafen. Ich würde Gitlin offen und ehrlich besiegen. Jeder weiß, dass ich ein besserer Mann bin. Das merken wir uns mal ein bisschen im Hinterkopf. Willkommen im Spital, werte Verletzte. Benötigt ihr ärztliche Versorgung? Was bietest du denn an? Bestmögliche Behandlung. Die Fremde kostet behandelt nur 20 Scrap. Nö, wir wollen nicht. Danke. Hast du Katzenstreu? Nein, das hat wieder nur der Kerl. Oh, wir lagern es nicht hier im Krankenhaus. Aber falls ich es je für Strahlungsunfälle brauche, ist Mr. Manners immer dazu bereit, uns welches zu geben. Er nutzt für seine Katze. Okay, immer noch bei Manners. Alles klar. Was kannst du uns über deine Patienten erzählen? Oh, wir haben hier einige sehr interessante Fälle. Die üblichen Schießereien, Messerstechereien und Unfälle. Aber dann haben wir auch vielfingerige Syphilis aus Watts. Ich sage dir, es ist ein richtiges Vergnügen, das Zeug zu behandeln. Du Lüssling. Wie kann man von einer Pflanze verletzt werden? Triffids. Hast du diese riesigen Tomaten gesehen? Weißt du, was passiert, wenn dir so ein Ding auf den Kopf fällt? Was weißt du über die Kakerlaken? Eine fehlgeleitete Seele glaubte, dass die Kakerlakenzucht uns eine stete Versorgung von Proteinen sichern kann. Das ist einer der Gründe, warum wir alle Vegetarier wurden. Leider wuchs und gedieh der Nachwuchs der Kakerlaken ziemlich gut in den Dampftunneln. Deshalb wird es immer gefährlicher da unten. Erzähl uns etwas über die Farm. Sie stecken eine Menge Arbeit hinein und es läuft auch gut. Aber irgendwie schaffen es die Leute, sich selbst zu schneiden oder sich selbst zu stechen oder... Siehst du den Kerl da hinten? Ich musste ihm einen Maiskolben aus dem Hintern ziehen. Okay. Na, der hat ja Spaß gehabt. Was ist mit zivilisiert? Viele meiner Patienten sind hier, weil sie nicht zivilisiert bleiben können. Ein Mangel an Anstand bedeutet Blut und Kugel. Ich schätze, es braucht eine Weile, um Höflichkeit zu erlernen. Also essen die Manariten kein Fleisch? Ah, zäher Hund, sind wir auch zu niedrig. Also das ist ganz schlecht hier. Ganz schlecht, da sind wir überall zu niedrig. Wir brauchen Achterwerte jetzt. Ich kann Klugscheißer und Schleimer muss ich erhöhen. Ach, ist das wurmig. Nur unter besonderen Umständen. Sie nennen es Großzügigkeitsfleisch. Es ist nicht mein Geschmack. Egal, wie geschickt der Koch ihn überdeckt. Deshalb esse ich es nicht. Ich wünschte, keiner von ihnen würde es essen. Keiner von denen? Hör mal, von einem Doktor zum anderen. Ist es irgendwas nicht in Ordnung damit? Ja, auf so vielen Ebenen. Aber Moral beiseite. Es tötet sie. Wenn sie nicht aufhören, werden wir mehr Fälle von Kreuzfeld-Jakob sehen. Ist das Menschenfleisch? Ach Gott, das sind Kannibalen, deswegen machen die auch die Exekutionen, kann das sein?
Das ist Kreuzfeld Jakob. Es handelt sich hierbei um einen Patienten, der sich im Gehirn ansiedelt. Er wird durch das Essen von menschlichem Fleisch übertragen und kann nur im menschlichen Nervensystem überleben. Es muss nicht immer zur Übertragung, aber falls doch, au Mann. Bedeutet das, dass die Leute hier andere Menschen verspeisen? Naja, als Hinweis, du kannst es ja zwei und zwei zusammenzählen. Warum sollten Menschen etwas essen, das Krankheiten überträgt? Das Problem ist, dass sie nicht auf das hören, was wir Ärzte ihnen erzählen. Sie hören auf ihre Anführer und dieser hier hat ihnen erzählt, dass der Genuss von menschlichem Fleisch heilig ist. Solange dieser Mr. Manners nicht auf menschliches Fleisch verzichtet, wird es wohl niemand tun. Allerdings sollte jemand, sagen wir mal, das Kühlungssystem für die Vorratskammer zerstören in der Kantine, nicht, dass ich damit auf etwas hinweisen möchte, hust, hust. Was wäre, wenn wir Mr. Manners höflich davon überzeugen könnten, dieses Fleisch zu verzehren? Wenn ihr das tun würdet, würdet ihr die mentale Gesundheit dieser ganzen Engel retten. Ja, jede Menge Infos. Robinson. Das war's hier. Wir können auf jeden Fall die Seuche in einer Stadt vielleicht jetzt retten. Wenn wir das Mikroskop dahin bringen. Und hier sollten wir irgendwo Kühlräume haben. Das sind sehr wahrscheinlich die hier. Was hier oben? Ist die Frage, gehe ich jetzt zurück in die andere Stadt und bringe erstmal das Mikroskop dahin? Oder gehen wir Richtung Norden weiter und schauen, was wir hier noch so finden können? Betsy Belie, da ist irgendjemand drinnen. Never chew with your mouth open and finish your meal so that nothing is wasted. Have a great day. Also auch Kannibalismus hier drin. Gefällt mir alles gar nicht. Ey, da müssen wir auch irgendwie hinkommen noch. Interessant. Haupteingang einfach links. Darf ich nicht vergessen. Nun denn, machen wir mal einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.